Leute. Ich bin richtig gespannt, was wir hier machen. Und die machen das hier jeden Tag. Respekt. Oh, die ist richtig süß. Es ist Halbzeit in der virtuellen WG. Drei Mädels aus der Valencia WG und drei Jungs aus der WG in Amsterdam teilen ihr Leben miteinander. Per Videochat sind sie fast rund um die Uhr miteinander verbunden. Doch wie gut kennen die WGler sich inzwischen wirklich? Und warum zum Teufel wird Chantal von einem Hahn verfolgt? Das finden wir jetzt heraus. Los geht's! Hey Leute, was ist mit euch los? Es ist 10 Uhr. Ja und? Macht ihr schon Sport oder was? Morgensport, dann ist man schon fertig für den ganzen Tag. Morgensport hat Gold im Mund. Okay Guys, Mare ist am Start. Lass doch einfach unsere Quarantäne-Wampe trainieren. Ich habe sogar ein paar Übungen dafür. Sehr gut, ja dann hau mal raus. Oh. Er geht in die Liegestütze-Position, zieht dies Bein ran, so. Ja, okay. Das machen wir, bis ich Stopp sage. Okay, das ist nicht zu lang. Wie viel noch? Ja, noch ein bisschen geht. Oh, komm mal! 3, 2, 1. Okay, gut. Puh, very good. Dann machst du so. Okay, ich krieg das hin. 1. Oh, scheiße. Nee, 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 keine Pause. Mann, hallo, oh, Marc. Also Marc hat die härtesten und gemeinsten Trainingsübungen auf Lager. Das war wirklich erbarmungslos. Ach, ja, ja. Okay, das war's. Komm, letzte Übung. Wir nehmen unsere Beine genauso hoch wie beim Fahrradfahren und gucken, wer am längsten durchhalten kann. Okay. Wow. Los. Was ist denn da los? Ah, nein, ich hab das Bein nicht! Nein, oh Scheiße! Jawohl, Angelina muss mehr trainieren. Langsam brennt's. Ich muss sagen, ich habe jetzt schon Muskelkater. Marc, lass gleichzeitig absetzen. Zusammen? Oh, wollen wir jetzt frühstücken gehen? Ja, ich hab bitte. Auch ja, das haben wir uns auch verdient. Morgen! Was geht? Oh, shit! Ich bin wieder umgeknickt! Chang! Oh nein! Chang, alles gut? Jo, ich bin immer noch so tollpatschig wie früher. Oder hast du dich nicht geändert? Doch, ich habe mich wirklich richtig krass verändert. Ich würde schon sagen 180 Grad Drehung. Vor der WG war ich richtig verschlossen. Und dann wurde ich viel offener und bin noch mal öfters rausgegangen. Voll gut. Sehr gut. Ich war in der WG ja schon echt unordentlich und so. Aber hier zu Hause, so, ich bin auch noch unordentlich. Also das ist irgendwie so, beim Haushalt habe ich da nicht so viel mitgenommen. Boah, Mann, hier ist überall jetzt Eigelb und so auf dem Boden. Wir müssen jetzt echt hier aufräumen, Jungs. Jo. Wollen wir wirklich aufräumen oder wollen wir es so lassen? Ich lass so lassen. Niemand sagt, also wir müssen es machen. Ich bin dafür, wir machen es nicht. Ja, erstmal nicht. Ja, ich würde auch noch ein bisschen chillen. Ja, lass heute Abend. Ja, können wir irgendwann später machen. Marc, Jeppe, als ich euch damals in der WG gesehen habe, also ich hatte schon natürlich so ein Bild von euch, aber ich bin trotzdem noch mal positiv überrascht. Also wirklich, Marc, du bist in real life viel witziger. Also sorry, du bist wirklich so witzig. Und Jeppe ist so lieb. Also ja, ich dachte, Jeppe wäre voll der Macker. Und jetzt weiß ich, dass er es nicht ist und dass er ein ganz lieber Kerl ist, der auch Gefühle zeigt. Hi Leute, bin jetzt auch endlich da. Alex auch mal wieder da. Hey Alex. Ja, was geht, Alex? Hi Alex. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, mein Frühstück zu machen. Alex, hast du dich denn verändert? Nach der WG meinst du? Mhm. Ich glaube, dass ich durch die WG noch ein bisschen offener geworden bin tatsächlich. Die Jungs sind einfach richtig cool und
Ich hätte mir sie auch aber so cool vorgestellt. Also so waren sie auch in der WG. Jungs, ihr müsst mal sagen, wie habt ihr euch denn uns vorgestellt? Irgendwie genauso wie ihr seid. Ich fand, in der WG wart ihr so kindisch, so, weil ihr da halt einfach noch so jung wart. Junge, ehrlich, ihr habt so viel geschrien, auch in der ersten Folge und so, boah. Wir waren cool. Ihr seid immer noch cool. Ja, das ist ja jetzt wieder 2 Jahre her. Es ist aber ehrlich krass, sind einfach jetzt schon 2 Wochen um. Also wir sind jetzt einfach schon 2 Wochen in dieser virtuellen WG. Ja, das geht echt so schnell, ne? Ja, ich finde es voll cool, dass wir auch mit Mädchen und Jungen da sind. Das ist richtig cool, finde ich. Ja, das ist halt nochmal was ganz anderes. Ja, echt. Vorher war es so, in der Mädchen-WG waren wir ja immer so eingeschränkt aus der Perspektive von Mädchen halt. Und jetzt lernt man halt auch nochmal eure Perspektive kennen, kann euch mal fragen. Das ist halt mega hilfreich auch. Ja, ne? Ich finde es jetzt auch ziemlich cool, dass wir eine gemischte WG haben, weil ich bin da einfach so ein Fan von Jungs und Mädels. So eine, nochmal so eine bunter gemischte Truppe ist, wie sie schon waren. Und es ist eine tolle Zeit und ich wünsche mir einfach, dass diese 2 Wochen mindestens genauso schön werden wie die ersten 2. Auf die nächsten 2 Wochen. Alter, aber ich muss auf jeden Fall gleich los, weil ich habe ja gesagt, ich habe ja diese Nachbarschaftshilfe angeboten. Wir haben vor ein paar Tagen Zettel aufgehängt und unseren Nachbarn Hilfe angeboten. Und ich habe drauf geschrieben, dass ich bei allem mithelfen werde. Und jetzt hat sich auf jeden Fall ein Bauernhof gemeldet und da werde ich jetzt hinfahren. Voll cool. Ey, das ist echt cool. Viel Spaß dir auf jeden Fall. Marc hat ja einen Anruf bekommen, dass er ein bisschen auf einem Bauernhof mithelfen kann. Und ich habe dann auch richtig Lust bekommen und dann habe ich mich ein bisschen erkundigt. Und in meiner Umgebung habe ich dann wirklich jemanden gefunden, der Hilfe braucht. Also Marc, ich glaube, ich begleite dich einfach. Geil. Oh, ich wünsche dir, ich könnte mitkommen. Egal, wir machen was anderes Cooles. Ich liebe selber Tiere, ich bin auch selber geritten. Aber auch als ich beim Bauernhof dann angekommen bin, habe ich mich gefühlt wie so ein richtiges Landkind und dachte mir so, okay, so riecht das hier also. Chantal? Hi. Ah, was geht? Bist du angekommen? Ja, bist du auch schon angekommen? Ja, ich stehe hier vor so einer Kuh. Deswegen. Ist sie echt? Ja, genau. Nein, die ist nicht echt. Aber da wartet schon jemand auf mich. Ich bin richtig gespannt, was wir hier machen. Hallo. Hallo, Chantal. Man muss immer daran denken, dass wenn man jetzt Leute trifft, dass man den Abstand einhält. Und das ist so, 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 so wichtig. Hallo. Hi, Marc. Ich kam direkt an und sofort hat sie mich begrüßt und ich musste loslegen. Das ist eine von unseren Boxen. Okay. Da müssen wir jetzt das Stroh einmal alles zusammenhaken. Hier in die Tonne, da wir kein Misthaufen haben dürfen. Das soll ich schaffen noch. Marc, stinkt's bei dir? Das ist gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, muss ich sagen. Ich habe richtig diesen Mist gerochen. Ich meine, es ist jetzt nicht so ein schlimmer Geruch, aber es riecht man schon. Und die machen das hier jeden Tag. Respekt. Ja, jeden Tag ist echt schlimm. Ja, oh. Ich glaube halt einfach, dass es eine richtig schöne Aktion ist. Man kann einfach helfen, man tut was Gutes und man selber denkt sich so, ja, das ist richtig gut, was man gerade macht. Boah, die ist nicht easy. Alex, was geht ab? Was geht, mein Lieber? Na, ist es bei dir genauso unordentlich wie bei mir? Ja, safe. Eigentlich müsste ich mal wieder aufräumen, bin ich ehrlich. Hey, Jungs. Chan, na du? Jo, was macht ihr? Wir drücken uns gerade erfolgreich vom Aufräumen. Ja? Bist du unordentlich oder bist du eher so die Ordentliche? Ich bin relativ ordentlich eigentlich. Echt? Ich habe auch so komische Ticks und zwar, kennt ihr das mit Symmetrie im Zimmer? Boah, nein, habe ich gar nicht. Bei mir ist die Symmetrie ein bisschen wichtiger auf dem Kopf, also dass die schön gemacht sind, anstatt in meinem Zimmer. Hallo. Was geht? Hi, Angelina, na? Ah, ihr seid in eurem Zimmer, dann gehe ich auch mal in mein Zimmer. Bist du eher so ordentlich oder unordentlich, Angelina? Guck, erster Eindruck geht. Und dann kommt der zweite Eindruck. Was ist denn alles da drin? Ein Haufen Postkarten. Hier ist noch ein Haufen Autogrammkarten. Ich habe von allen WGs Autogrammkarten, außer von eurer. Krass, da muss ich dir eine rüberschicken. Ja, schick mal, Jeppe, bitte. Ich schick dir dann auch eine. Hier. Ich glaube, ich muss das Ganze erstmal aufräumen. Okay, komm. Ich
Das virtuelle Aufräumen mit den anderen ist viel lustiger als alleine aufzuräumen. Man kann sich gegenseitig motivieren, also was gibt's Besseres? Beeilung, Leute! Okay, ey, ich bin fertig, seid ihr fertig? Naja, fast würde ich sagen. Ja, halbwegs. Einfach rein da. Ich glaube, ich bin auch fertig. Wir waren fleißig, Leute. Oh. Ja, safe. Ey, Mädels, danke. Wegen euch habe ich endlich mal wieder aufgeräumt. Alter, richtig krass. Die haben hier halt echt voll viele Tiere. Euch geht die Pferde streicheln. Ich finde die so schön. Ach, geil. Hier gibt's auch Ziegen. Oh, süß. Ich liebe Tiere, die einfach so sehr körperlich sind und die so kuscheln wollen. Das ist einfach richtig süß. Oh, die ist richtig süß. Guck mal, der Truthahn. Vor denen habe ich sogar ein bisschen Angst, so vor Truthähnen. Vielleicht sind die so ein bisschen aggressive oder so. Ich höre hier so ein bisschen. Ah, hier ist ein Hahn. Hilfe! Alter Chantal, was ist los bei dir? Ich mag dieses Huhn, verfolgt mich. Echt? Also, dass Chantal von einem Hahn gejagt wurde, ich meine, das war mal mega witzig. Oh Mann, dieser doofe Hahn ging mir so auf die Nerven. Er hat seine Gang geholt. Jetzt bin ich umsingelt, jetzt habe ich ein richtiges Problem. Der möchte dich jetzt mit seiner Gang beeindrucken. Nee, zieht nicht. Ihr wollt noch mehr von der WG sehen? Kein Problem, dann checkt einfach zdftv.de oder die TV-App aus. Dort wartet die vollständige Folge auf euch. Ich sag jetzt aber tschüss, schreibt weiterhin so fleißig in die Kommentare, liked gerne das Video oder noch besser, abonniert den WG-Kanal. Und macht natürlich die Glocke an. Bis ganz bald.